mit der Bildspieler. Showtime bei der Games Convention. Keine Bytes ohne Babes. Die Hersteller lassen es sich nicht nehmen, mit leicht bekleideten Mädchen in den Werbefeldzug zu ziehen. Die Messehallen als Laufstegersatz. Die zumeist männlichen Spielefans freut's. I'm on fire. Ich warte jetzt eigentlich, dass ich ein Foto machen kann. Ja, wunderhübsch, auf jeden Fall. Ja, super. Bin sprachlos. Ich find's ja geil. Sehen nicht schlecht aus. Lauter, bunter und nackter. Die Hersteller lassen sich einiges einfallen, um aufzufallen. Die Fleischbeschau kennt fast keine Grenzen. So werben diese Bikini-Girls für Spielerbekleidung. Die Fans stört's nicht, die Mädels auch nicht. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Wir sind total extrovertiert. Bei diesen Aussichten rücken die Spiele in den Hintergrund. Ohne Fotos von oder mit den Sexy Girls geht hier keiner nach Hause. Wer nicht auf sexy Posen steht, hat zumindest viel PS im Werbegepäck. Fette Autos sind fast genauso begehrte Fotoobjekte wie die Babes. Ja, es gibt mittlerweile viele, gerade bei uns im Bereich Tastaturhersteller, Mäusehersteller im Gaming-Bereich, da will jeder so was vom Kuchen abhaben. Und ne, wir sind ja auch schon lange dabei und müssen natürlich dann immer weit vorne an sein. 4 Tage lang gibt's in Leipzig alles, was das Gamerherz begehrt. Und für die Zeit bis zur nächsten Messe bleiben ja zum Glück die Fotos und Videos als Andenken.